unter der Überschrift Psallite Sapienta, also psalliret weise, psalliret verständig, mit Verstand, psalliret in rechter Weise, wie es nach der lateinischen Zählung der Psalm 46 im Vers 8 sagt, wollen wir uns in diesen Tagen etwas erschließen. Dieser Tage bei den Werktagspredigten ist das schon einmal aufgetaucht, dass man ja zuweilen gut daran tut, die geistlichen Traditionen der Kirche in den Blick zu nehmen und auch bei den Mönchen Anleihe zu machen. So kommt ja allein auch unser Name schon hier zustande, Kloster am Rande der Stadt, weil wir einen Rhythmus haben, der dem der Mönche, dem der Klöster gleicht. Psalliret weise. Man kann fragen, gibt es nicht andere Themen, die sinnvoll wären, in dieser Zeit zu bedenken? Zeitgenössischere Themen würden sich wahrscheinlich viele anbieten. Ich möchte nicht, es hat einen ganz schlechten Ruf, zu den Unglückspropheten gezählt werden, aber meine Skepsis, was unsere kirchliche Wirklichkeit angeht, steigt doch sehr. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns die Quellen neu erschließen. Die Quellen, aus denen die Kirche lebt, aus denen sie immer gelebt hat. Deshalb sind zeitgenössische Themen zweitrangig. Wir müssen angesichts dessen, dass um uns herum vieles, wenn nicht gar, da möchte ich wirklich kein Unglücksprophet sein, aber ich bin skeptisch, vieles zusammenbricht. Wir erleben den Zusammenbruch der Pfarreien, wir erleben den Zusammenbruch der Klöster und das ist erst der Anfang. Ich will nicht wissen, wo wir in 10 Jahren sein werden. Wenn es anders kommt, bin ich der Erste, dem es recht sein soll. Aber ich glaube, dass wir uns dringend mit der Notration für christlichen Glauben ausrüsten müssen. Wir brauchen eine Ration, wie das früher beim Militär war, sozusagen, was auf jeden Fall hält. Und wo man weiß, ich verhungere nicht. Auch wenn vieles das, was mir vertraut war, was ich gern hatte, wo ich zu Hause war, was es dann vielleicht nicht mehr gibt. Deshalb müssen wir uns beheimaten in den Quellen. Und deshalb Psallite Sapienta. Deshalb will ich versuchen, einzelne Teile aus dem Stundengebet, allen voran die Psalmen, zu erschließen, in einen größeren Kontext zu stellen. Sie müssen keine Angst haben, das soll kein Exegese-Seminar werden. Die Kirche lebt von Beginn an aus den Psalmen. Wir sehen die Tatsache, dass Jesus Psalmen betet. So sehr offenbar, dass er nach dem Zeugnis der Evangelien seinen letzten Atem einem Psalmwort anvertraut. Sei es nach dem Markus-Evangelium, den Schrei der Gottverlassenheit aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sei es nach dem Lukas-Evangelium, in deine Hände, Herr, empfehle ich meinen Geist. Das sind alles Psalmworte, die Jesus spricht. Als Petrus zum ersten einmal den Mund richtig aufmacht, das heißt also nicht so daher redet, wie das manchmal im Neuen Testament auch berichtet wird, sondern also richtig predigt, als er vom Geist Gottes erfüllt ist, das ist es ein Psalmzitat nach dem anderen, aus dem er versucht, das Geschick Jesu, sein Wirken, seinen Tod und das Geschehen der Auferstehung und das Geschehen von Pfingsten her zu erklären, zu erläutern. Die Psalmen sind sozusagen der Grundstock des Selbstverständnisses der Kirche. Die Kirche hat immer die Psalmen gebetet. Vielleicht nicht so sehr, wie wir das heute verstehen, als Gebet, sondern sie hat sie lange Zeit auch bei den Mönchen als eine Art Lesung gehört. Die Psalmen wurden einzeln vorgetragen. Der Psalm, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist sozusagen ein letzter Rest dieser Praxis. Etwa die ersten Mönche saßen im Kreis, flochten ihre Matten und einer hat einen Psalm laut gelesen. Die anderen waren still, haben ihre Matten geflochten und haben still gebetet. Und wenn der Psalm zu Ende war, dann war eine Stille gemeinsam und dann hat der Vorsteher, der Abbas,
ein Gebet gesprochen, eine Kollekte, eine Zusammenfassung dieses Psalmbetes. Dann kam der nächste Psalm. So ist man den ganzen Psalter einmal am Tag durchgegangen. Grundstock des Betens. Was an den Psalmen zuweilen erschreckt, und das ist eine Frage, die die ganze Kirche beschäftigt hat vor einigen Jahrzehnten, kann man wirklich, können wir als Christen wirklich alle Psalmen beten? Die Kirche, finde ich, hat in diesem Fall eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen, indem sie einige Psalmen ausgeklammert hat. Die sogenannten Fluchpsalmen, die finden sich in der offiziellen Ordnung der Heiligen Schrift, sind sie drin natürlich, aber in dem Stundengebet sind sie nicht mehr drin. Ganze Verse, ganze Psalmen, Texte wurden ausgegliedert. Das ist zum ersten Mal in der Kirchengeschichte so. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber man sollte ein großes Fragezeichen daran machen. Was uns zuweilen erschreckt, vor allen Dingen, nachdem die Psalmen dann eben nicht mehr, wie bis in die 50er Jahre, Anfang der 60er, lateinisch gebetet wurden, dann kann man sich den Text noch ein bisschen auf Abstand halten. Aber wenn der Text einem eben sozusagen in der Muttersprache einem auf die Pelle rückt, dann kann man irgendwie nicht mehr ausweichen. Dann ist all die Not, die in den Psalmen ist, jeder Fluch, jedes Elend, ist mir nah, beschäftigt mich. Ich kann nicht einfach ausweichen. Die positiven Sachen, das ist ohnehin klar, das nehmen wir ja gerne in Kauf. Ich möchte deshalb am Beginn, bevor wir konkret heute zum ersten Mal, wir werden das noch nächste Woche noch tun, über Psalm 95 sprechen, noch etwas Grundsätzliches in Erinnerung rufen. Was es mit dem Psalm, was es überhaupt mit dem Wort der Heiligen Schrift auf sich hat. Und ich finde, es gibt kaum eine bessere kurze Darlegung als die bei dem Trappistenabt vor einigen Jahren verstorben, André Louve, aus dem Büchlein In uns betet der Geist. Ein Menschenwort. Das Psalmwort ist zunächst in eines Menschen Herz gereift und auf eines Menschen Lippen geboren worden. Die Empfindungen, die es weckt, sind uns nicht fremd. Selbst wenn zuweilen die Bildersprache, in der es sich ausdrückt, nicht unmittelbar eingeht. Es ist trotz allem der Mensch, der sich darin kundtut, wie in jeder Dichtung, der Mensch oberhalb aller Rassen, Grenzen, Epochen, der ewige Mensch, der in unserem Herzen schlummert und den wir nur zuweilen und auch dann nur teilweise in unser Bewusstsein aufsteigen lassen. Hierin liegt ein Teil der geheimnisvollen Kraft der dichterischen Sprache der Psalmen, die jeden so ungestüm ergreift. Das Unbehagen des modernen Lesers beim Beten gewisser Psalmen situiert sich zum Teil auf einer Ebene, das heißt, jede Generation, so sagt Louve, hat ihre eigenen Tabus, die sich nach bestimmten Gesetzen verändern. Auch der Unwille, mit dem die Durchschnittsleser auf gewisse Gebetsthemen in den Psalmen reagieren, verändert sich entsprechend. Deshalb eben mein Fragezeichen, ob es gut ist, in einer ganz bestimmten geschichtlichen Epoche, etwa Anfang der 70er Jahre, ganz bestimmte Texte auszuklammern. Das ändert sich. Wie hat das einer unserer Bischöfe einmal gesagt? Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist relativ schnell verwitwet. Das kann man auch in der Auslegung der Heiligen Schrift und den Moden, die in der Heiligen Schrift zugange sind, sehr gut verfolgen. Also ein Menschenwort. Aber damit ist es nicht zu Ende. Die Psalmen, wie die ganze Heilige Schrift, ist auch Gottes Wort. In ihrer rein menschlichen Wörtlichkeit sind die Psalmen zugleich Poesie und Gebet. Natürlich Gebet, aber in Form von Dichtung. Ihre vitale Kraft stammt jedoch nicht vom Menschen allein. Gott selber bedient sich des Psalmwortes und spricht es aus. Es ist inspiriert. Nicht nur vom Lebensodem eines Mannes, selbst wenn er ein Genie wäre, sondern vom Odem Gottes, der Schöpfergeist ist. Die Erfahrung, die das Wort ausdrückt und mitteilt, ist im Letzten die Erfahrung, die Gott in den Herzen der ihm Lauschenden und für ihn Offenen erschafft. Deshalb ist Gottes Wort unergründlicher und unausschöpfbarer als jedes Menschen- und Dichterwort.
Wer es zu greifen sucht, muss es auf das eingrenzen, was er davon zu fassen und zu erspähen imstande ist. Denn dieses Wort ragt über alles auf, was ein Mensch je heute davon fassen kann. Es hat sein eigenes Leben und seine eigene Geschichte. Kein Gotteswort kann vor der Fülle der Zeit gemessen werden. Ein jedes begleitet immerfort Gottes Liebe zur Welt und lässt sie neu Ereignis werden. Das ist der Grund, weshalb die Bedeutung des Wortes Gottes nie ein für allemal festgelegt werden kann. Es ist voll Leben und erzeugt in dem, der es hört, Leben. In seinem Wort ist Gott ständig am Schaffen. Während jeder Liturgie erbaut er seine Kirche, die durch sein Wort zusammengerufen wurde. In jedem Glaubenden, der ihm sein Herz erschließt, gräbt er einen unvermutbaren Abgrund von Erkenntnis und Liebe. Das ist das Grundsätzliche. Weshalb es eigentlich indiskutabel ist, dass wir dieses Wort ersetzen durch andere Worte oder andere Formen, Techniken der Meditation. Das ist unmöglich. Das verlässt den Boden der Kirche. Wie kann man das tun? Wir kennen all diese Moden, das haben wir Gott sei Dank hinter uns, dass die Schriftlesungen weggelassen werden, stattdessen eine Geschichte, weil es unterhaltsamer ist. Es geht aber beim Gotteswort nicht um Information, nicht um Unterhaltung, sondern es geht darum, Leben zu schaffen. Es ist ein Zeugungsvorgang, wie wir das in der Genesis hören. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Von noch so schönen Geschichten kommt kein Leben. Auch durch die reine Stille kommt kein Leben. Es braucht dieses Wort Gottes. Und Luf weist in einem nächsten Schritt noch darauf hin, dass die Psalmen in diesem Verständnis, in diesem Vorgang einen ganz besonderen Platz einnehmen. In den inspirierten Schriften redet Gott die Menschen an. In den Psalmen hingegen legt Gott dem Menschen das Wort in den Mund, mit dem dieser ihm antworten wird. Es sind dies aber nie neue und fremde Worte. Sieht man näher zu, so sind es die biblischen Worte selbst, nur auf die Ebene der Poesie und des Gebetes versetzt. Also, nicht nur, dass wir im Psalmwort angesprochen werden, sondern dass Gott uns im Psalmwort zugleich die Antwort schenkt, mit der wir mit ihm sprechen sollen. Und das ist nicht einfach eine neue Erfindung, sondern, wie Luf sagt, sozusagen das Konzentrat all dessen, was wir in der ganzen biblischen Geschichte, in den Weisheitsbüchern, auch in den Evangelien, sagen die Kirchenväter, hören. Wir dürfen Gott antworten mit dem Wort, das er uns selber geschenkt hat. Das ist die besondere Stellung der Psalmen. Und auf diesem Hintergrund will ich ein paar Psalmen mit Ihnen bedenken und vorher noch die Bemerkung des heiligen Seraphim von Saro vortragen, einer der großen Heiligen Russlands. Der hat Folgendes beobachtet. Wenn ich es jetzt habe. Wir haben uns so sehr von der Weite der frühchristlichen Schau entfernt und sind unter dem Vorwand der Bildung in eine so tiefe Unwissenheit hineingeraten, dass uns unbegreiflich ist, was die Alten noch ganz genau verstanden. Weil wir heute so gleichgültig in Bezug auf unser Heilswerk sind, verstehen wir so viele Worte der Heiligen Schrift nicht mehr, wie wir sie müssten. Das war kein gebildeter Theologe, aber einer der größten Heiligen Russlands. Wir sind unter dem Vorwand der Bildung in eine tiefe Unwissenheit geraten. Das ist mit einer der Kernsätze, wie ich finde, der die Krise unserer Zeit, auch die Krise der Kirche auf den Punkt bringt. Wenn wir die aktuelle Diskussion, wissenschaftliche Theologie und kirchliches Lehramt anschauen. Das ist ein Beitrag zu dieser Diskussion. Wir sind unter dem Vorwand der Bildung in eine tiefe Unwissenheit geraten. Wir wollen versuchen, dieser Unwissenheit ein wenig geistlich abzuhelfen. Und deshalb finden Sie auf dem Blatt
abgedruckt im Psalm 95. Ich will mit diesem Psalm, etwa nicht mit Psalm 1, einfach numerisch beginnen, das hätte auch seinen Reiz. Bis Psalm 95 beginnen, wir finden hier die, bis auf eine kleine Änderung, die Münster-Schwarzacher Übersetzung. Und auf der rechten Seite den gleichen Psalm in der Übersetzung von Martin Buber. Das kann, wenn Sie zu Hause noch einmal das auf sich wirken lassen, einen eigenen Reiz haben, noch einmal eine ganz andere, sehr am hebräischen Text orientierte Übersetzung zu haben, in dieser ganz eigenen, kraftvollen, etwas für uns hölzern wirkenden Sprache. Der Psalm 95 nennt sich, bei uns in den Büchern ist das immer abgedruckt, Invitatorium, also eine Einladung, eine Eröffnung, ein Eingangspsalm. Der heißt deshalb so, weil er in der Regel seit ungefähr 1600 Jahren in der Kirche morgens oder nachts das Gotteslob eröffnet. Nach dem Eröffnungsruf, wie immer der sein mag, da gibt es in der Geschichte unterschiedliche Vorbilder und Aussprüche, ob das das Kyrie eleison ist oder wie wir es morgens gewohnt sind, Herr, öffne meine Lippen oder, oh Gott, komm mir zu Hilfe, folgt dieser Psalm. Und er wird in der Weise vorgetragen, wie das die alten Mönche gemacht haben. Daran merkt man, dass er sehr alt ist, es ist etwas Einzigartiges. Er wird nämlich von einem Einzelnen oder von einer Schola vorgetragen und alle antworten immer nur im chorischen Vers, der dann wechselt. Der im Grunde genommen den Grundimpuls dieses Psalmes übernimmt, kommt, lasst uns anbeten, venita adoremus. Dieser Begriff Invitatorium, das muss uns nicht weiter beschäftigen. Es kommt wohl aus der Mönchstradition, ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen. Es gibt, wenn man so will, wenn man das ganz grob gliedert, zwei große Traditionsstränge. Wie die Mönche beten und wie man in den Bischofskirchen gebetet hat. Das sogenannte Mönchsoffizium und das Kathedraloffizium. Wenn Sie schon mal zu uns kommen, finden Sie bei uns eine Mischung von beidem. Also etwa der Lichtritus in der Vesper ist klassisch Kathedraloffizium. Das kennen die Mönche eigentlich nicht. Die Mönche haben so ihr Programm vom Psalmen, da fängt man gleich mit dem Psalmen an, das müssen dann mindestens 4 sein nach der alten Tradition oder 5 nach der römischen. Und dann kommt der Hymnus und dann das Versikel und das Magnificat und dann endet die Vesper. Die Kathedralvesper hat immer eigene Elemente noch. Da ist das Urbild sozusagen, wie wir das von der Pilgerin Egeria haben im 4. Jahrhundert, was in Jerusalem, wie man dort etwa in der Anastasis, also der sogenannten Grabeskirche, den Gottesdienst gefeiert hat. Das ist sozusagen ein Grundmuster, wie wir das erkennen. Da singen zuerst zwar einige Mönche die Psalmen, aber der Patriarch erscheint dazu gar nicht, der zieht dann nochmal extra ein. Und dann wird eine Schriftlesung gehalten, dann hält er nochmal eine Predigt, auch in der Vesper. Und dann kommt eine ganz lange Bittlitanei, so wie wir die etwa gestern Abend in der Vesper hatten, das ist auch ein altes Vorbild von Papst Gelasius. Und dann endet die Vesper mit dem Einzelsegen der Gläubigen. Das sind solche Elemente, die wir hier sozusagen in einer Mischung versuchen. Aus dem monastischen, aus dem Mönchsbereich kommt dieses Invitatorium. In der Regel des Magisters, die ja für die Benediktsregel so etwas wie eine Grundfolie ist, dann schließlich in der Regel Benedikts, die ganz prägend war für die Art des Betens bis heute, im Grunde genommen ist, wenn auch ein bisschen abgespeckt natürlich, findet sich am Beginn des Gotteslobes dieser Psalm. Psalm 95 oder in der lateinischen Zählung 94. Das heißt, allein aufgrund der Tatsache, dass dieser Psalm 1600 Jahre lang jeden Tag überall, wo das Gotteslob gemeinsam gefeiert wird oder einzeln gebetet wird, hat er ein eigenes Gewicht. Die letzte Brevierreform, das will ich auch nicht jetzt groß und lang ausführen, hat diesem Psalm Alternativen gegeben. Das war die Zeit in den 70er Jahren, als man 60er Jahre, als man auf katholischer Seite Gattungskritik machen konnte. Also dann hat man die Psalmen nicht mehr der Reihe nach genommen, wie das seit der ältesten Zeit ist, wie das etwa auch in den anglikanischen Traditionen der Fall ist, sondern man hat die in Gruppen zusammengestellt. Man hat gesagt, eigentlich ist diese Anzählung der Psalmen von 1 bis 150 rein willkürlich. Heute sagt man das wieder genau anders. Das ist ein sehr kunstvolles Gewebe ist, wie diese Psalmen miteinander verbunden sind. Stichworte,
die diese Psalmen miteinander verknüpfen. Das wollte man oder konnte man damals nicht sehen, sondern man hatte in Gattungen, hatte gesehen, es gibt doch noch mehr so Einleitungspsalmen, also Psalm 67 oder 24 oder 100. Das stimmt, ist eine Aufforderung zum Gotteslob. Deshalb stehen die heute in unserem offiziellen, in der Regelung des Stundengebetes, als Möglichkeiten, als Alternative zu Psalm 95. Ich glaube trotzdem, Psalm 95 ist alternativlos. Vollkommen alternativlos. Weil er etwas hat und etwas tut, das einzigartig ist. Dieser Psalm weist uns jeden Morgen neu in die grundsätzliche Situation des Menschen ein. In die grundsätzliche Situation des Christen. Und wenn man so will, auch in die des Mönchs. Der gibt Auskunft darüber, wer bin ich als Mensch. Der gibt Antwort auf die großen Fragen. Also wir kennen alle diese Fragen. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Das sind die philosophischen Grundfragen, wenn man so will. Dieser Psalm hat eine verborgene Antwort. Und ich glaube, dass es deshalb auch der Grund ist, weshalb dieser Psalm so lange ausgehalten hat an dieser Stelle, dass man ihn morgens als ersten Psalm hört, weil er diese grundsätzliche Art von Auskunft hat.